Schönen guten Morgen. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wir ziehen durchs Land und wenn ich sage wir, dann sind wir zu zweit, nämlich mein einziges Plakat und ich. Sie sehen hinter mir das wirkliche Unikat dieses Wahlkampfs. Es gibt ein einziges Plakat, das wird auch gleich, ist ein selbsterklärendes Plakat, ein Plakat, sonst keines. Null Steuergeld, null Belästigung. Bevor ich zum Höhepunkt komme und unsere Tiroler Spitzenkandidatin vorstelle, ich habe versucht in der letzten Zeit über einen Begriff zu reden, wo sich einige geschreckt haben, und das ist Heimat Österreich. Und das heißt für mich auch Heimat Steiermark und das heißt für die Maria auch Heimat Tirol. Das ist nicht jetzt der Punkt, wo wir uns trachtenmäßig verkleiden. Ich habe meine steirische Lederhosen bei mir auf der Alm gelassen. Die ziehe ich auf der Alm an und verkleide mich nicht in den Städten damit. Ich möchte ja auch nicht SPÖ-Vorsitzender werden. Mir reicht es vollkommen, die Liste Pilz anzuführen. Sondern da geht es um die Verteidigung unserer Heimat Österreich. Und Heimat Österreich ist für mich die offene Gesellschaft, in der es die Gleichberechtigung von Frauen und Männern gibt, in der die Justiz unabhängig ist, in der niemand versuchen darf, die Pressefreiheit einzuschränken, in der Staat und Kirchen und Religion sauber voneinander getrennt sind und in der es ein unabhängiges und frei gewähltes Parlament mit freien Abgeordneten gibt. Das ist meine Heimat Österreich. Und die werde ich mit allen Mitteln des Rechtsstaates verteidigen. Egal, ob sie bedroht ist durch rechtsextreme Parteien, egal, ob sie bedroht ist durch einen Innenminister, der den Überwachungsstaat an die Stelle des Bürger- und Bürgerinnenstaates stellen will, oder ob es angegriffen wird durch den politischen Islam. Den Innenminister können wir abwählen, die Freiheitliche Partei können wir abwählen, aber den politischen Islam können wir nicht abwählen. Den können wir nur abwehren, und zwar mit allen Mitteln. Und ich werde jeden Brückenkopf des politischen Islam in jedem Kindergarten, in jeder Schule, in jedem Moscheeverband, egal ob der Herr Erdogan am Drücker sitzt oder ein saudischer Prinz, ich werde den politischen Islam überall in dieser Republik verfolgen und in Allianzen quer durchs Parlament, weil wir sind nicht die Einzigen, die den politischen Islam abwehren wollen, in großen Allianzen im Parlament abwehren und wir gewinnen das. Und der dritte große Punkt ist Gerechtigkeit. Das Einzige, was unsere Gesellschaft zusammenhält, ist Gerechtigkeit, ist der soziale Zusammenhalt. Wenn der soziale Zusammenhalt einmal zerbricht, dann zerbricht unsere offene Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, mehr Gerechtigkeit zu schaffen und von oben nach unten umzuverteilen. Arbeit, Einkommen und Lebenschancen, genau um das geht's. Und deswegen will ich jetzt, und das ist diese Phase des Wahlkampfes, Protestwähler und Protestwählerinnen gewinnen. Weil Protestwähler und Protestwählerinnen über die Mehrheiten in jedem einzelnen Staat in Europa entscheiden. Auch in Österreich. Niemand hat das Pech, als Freiheitlicher auf die Welt zu kommen. Und die Menschen, die zu Recht protestieren, haben sich was Besseres verdient als Strache, Hofer und Kickl. Die haben sich uns verdient und wir sind was Besseres. Weil wir sind nicht korrupt, wir hetzen die Menschen nicht gegeneinander auf, wir arbeiten am friedlichen Zusammenleben und an der Integration aller Menschen. Wir wollen ein friedliches Österreich, egal woher die Österreicherinnen und Österreicher ursprünglich gekommen sind. Das ist unser Ziel und die Menschen will ich gewinnen. Und dann geht es um 30% mindestens Nichtwählerinnen und Nichtwähler, die sich vom politischen System abgewandt haben, aus vielen guten Gründen. Und die wollen wir so viele wie möglich zurückholen. Wenn uns das gelingt, können wir die Mehrheiten verändern. Wenn uns das gelingt, können wir sogar Schwarz-Blau verhindern. Und dann schaut es anders aus in der Republik. Das trauen uns viele zu und deshalb trauen wir uns das selbst auch zu. Und ich spüre das, wie die Freiheitlichen nervös werden. Und ich spüre das, wie die Sozis nervös werden. Und ich merke, dass sich dort was bewegt. Und das ist gut so. Die Republik gerät in Bewegung. Und diese Bewegung auf politischer Ebene sind jetzt wir. Wir sind die einzige neue Kandidatur und wir sind die einzige Möglichkeit, dieses System positiv zu verändern. So, das war die Einleitung, das ist das Plakat. Und das Wichtigste kommt jetzt, nämlich Maria Kelucci, unsere Spitzenkandidatin,
meiner Liste hier in Tirol. Und die Maria wird Ihnen jetzt sagen, was sie will. Wichtig ist bei uns, unsere Kandidaten und Kandidatinnen sind Programme. Und zwar nicht irgendwelche Programme, wo was versprochen wird und dann beim Einzug in den Nationalrat vergessen wird, sondern Arbeitsprogramme für die nächsten 5 Jahre. Maria wird sich selbst vorstellen und wird dann ihr Arbeitsprogramm vorstellen. Ich werde mir erlauben, dann von ökonomischer Seite möglicherweise ein bisschen was zu ergänzen. Bitte, Maria. Okay. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ihr habt es gehört, ich bin die Maria Chelucci. Ich komme aus Wiesing. Ich bin mit 5 Geschwistern in einer ganz bodenständigen Unternehmerfamilie aufgewachsen im Tiroler Unterland und habe dann in weiterer Folge nur ganz kurz zu mir in Innsbruck die HBLA, die sogenannte Ferrari-Schule, besucht, dort Matura gemacht, habe dort auch die beiden Berufe Koch und Kellner gelernt. Bin dann 10 Jahre in der Gastronomie und im Tourismus tätig gewesen, um mir dann in weiterer Folge einen Traum zu erfüllen, nämlich Schuhmacherin zu erlernen. Ich bin dann nach London gegangen, habe dort Schuhmacherei gelernt und bin seit 2000 gelernte Schuhmacherin. Weitere berufliche Stationen von mir ich habe bei Clarks International in England als Schuhstylerin gearbeitet, habe mich dann auch selbstständig gemacht mit einem eigenen Label für Accessoires und Schuhe. Bin dann zurück nach Österreich als Produktentwicklerin bei Swarovski gewesen, wo ich im Projektmanagement gearbeitet habe. Und bin zurzeit bei einem Masterlehrgang für konzeptuelle Denkmalpflege an der Donau-Universität Krems. Meine Wanderjahre haben mich über Griechenland, Schweiz, Deutschland, USA zurück nach Tirol gebracht. Deswegen bin ich jetzt wieder in Wiesing. Ich habe in Wiesing mich mit meinem Mann, der aus Italien ist, entschieden, ein Haus zu bauen. Wir haben 2 Kinder, die gehen in die Volksschule in Wiesing, sind 2-sprachig erzogen und leben da mit uns gemeinsam am Land. Zurück zu Wiesing, das ist sozusagen mein politischer Einstieg. Ich habe mich bei den letzten Gemeinderatswahlen dazu entschieden, mich einzumischen in die regionale Politik. Habe mit meiner unabhängigen Liste auf Anhieb 4 Mandate gemacht und bin außerdem seit einem Jahr als Europagemeinderätin engagiert. Mein Fazit soweit ist, Politik muss sich ändern, sie muss ehrlicher und transparenter werden. Und das beginnt meiner Meinung nach bei der Basis und wirkt sich nach oben aus. Warum bin ich auf der Liste Pilz? Die Idee hinter einer unabhängigen Liste in Wiesing ist klar wie dieselbe wie die Liste Pilz. Wir treten an gegen, der Peter hat es ja schon gesagt, gegen Machtmissbrauch und Korruption und wir wollen mehr Gerechtigkeit. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte meine Erfahrungen und vor allem auch meinen Mut für das Wohl der Menschen in Österreich einsetzen, vor allem auch für die Kinder. Dafür stehe ich und so sehe ich mich als Sprachrohr für die Menschen aus Tirol und möchte für sie als Sprachrohr im Nationalrat in Wien dienen. Mein Hauptziel heißt, da sind wir jetzt bei meinen Zielen, mein Hauptziel ist auf alle Fälle Tirol. Ich werde mir das Anliegen der Tirolerinnen und Tiroler annehmen und sie im Nationalrat vertreten und von hier die Anregungen für meine Politik in Wien mitnehmen. Ich bin selber lange im Tourismus gewesen, deswegen ist eines meiner Hauptthemen der Tourismus. Wir wissen alle, dass halb Tirol vom Tourismus lebt, nicht nur Hotels und Gasthäuser, sondern auch alle anderen möglichen Branchen. Und wir würden alle profitieren von einem starken und umweltfreundlichen Tourismus. Von der Steuerpolitik bis zur Verkehrspolitik werden wir die Grundlagen für einen wichtigen Wirtschaftszweig und die Lebensqualität der Bürger in Tirol erhalten. Staus, billiger Massentourismus in den Bergen, hohe Abgaben und Lohnkosten führen zu einer Ausbeutung von Mensch und Natur. Daher stehe ich für einen lösungsorientierten und nachhaltigen Umgang mit den Problemen. Gleich nach meinem Einzug, damit es auch konkreter wird in den Nationalrat, werde ich mich um die Senkung der Umsatzsteuer für Logis kümmern, von 13% auf 10%, so wie es vor der Steuerreform 2015 war. Die Tourismusbetriebe sind im Vergleich zu den Nachbarstaaten Österreichs nämlich benachteiligt. Die großen Herausforderungen im Tourismus werden aber auch die Verkehrspolitik sein. Man muss sich einfach einmal vorstellen, dass die Hälfte der deutschen zukünftigen jungen Touristen nicht einmal mehr einen Führerschein macht zum Beispiel.
Und eine weitere Herausforderung ist mit Sicherheit die Digitalisierung und eine vernünftige Regelung der Betriebsübernahme. Zur Digitalisierung möchte ich sagen, dass ich mich um die Digitalisierung gemeinsam mit meinem Kollegen, Universitätsprofessor Hannes Wertner, kümmern möchte. Ich glaube, der ist allen schon bekannt, ist auf der Liste Pilz. Die Chancen der massiv bereits fortgeschrittenen Digitalisierung ist ja schon seit Jahren angekommen zu nutzen, um Österreich, seine Länder, die Regionen und Unternehmen mittels einer kooperativen Netzwerk- und Plattformstrategie im globalen Online-Markt zu positionieren, müssen wir nutzen. Ich glaube, dass die Bedeutung des Webs im Tourismus auch jedem klar ist. Und es gibt dazu bereits Vorschläge für entsprechende Strategien. Diese umfassen eine verstärkte Kooperation auch mit Universitäten und Fachhochschulen, um Zugriff auf Technologien, Konzepte und Know-how zu gewährleisten, etwa aktuell im Bereich Big Data und Data Analytics. Ein weiteres Ziel von mir ist auf alle Fälle ein Schwerpunkt in der Raumordnung bzw. in der Gestaltung unseres Lebensraums. Das überschneidet sich mit dem anderen, aber ich glaube, es ist ganz klar, ob Straßen, Dorfzentrum, leistbarer Wohnraum, Infrastruktur, Gewerbeparks etc., wir brauchen einen verantwortungsvollen und sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen. Neue Gesetze zur Nutzung von Grund und Boden sind daher notwendig. Ich glaube, ich kenne die Bedürfnisse von den Tirolerinnen und Tiroler und ich möchte mich im Nationalrat unabhängig und ohne Verschrickungen für diese einsetzen. Danke, das war's von meiner Seite. Danke auch. Ihr kennt kurz was aus zum Teil familiärer Geschichte. Meine Frau hat einmal in einem der besten österreichischen Unternehmen gearbeitet, einem Unternehmen mit unglaublich viel Zukunft. Das war Discover. Das war ein ganz tolles Tiroler Unternehmen. Und ich habe persönlich aus nicht allzu großer Distanz miterlebt, wie die Spitzen der Tiroler ÖVP dieses Unternehmen ruiniert und ausverkauft haben. Das war eine der größten Schanden in der österreichischen Wirtschaftspolitik, insbesondere in Tirol. Stellen Sie sich einmal vor, wir hätten heute in Österreich eine funktionierende und gut ausgebaute Plattform wie Discover. Wie Discover stark war, das ist übrigens von Hannes Wertner mitgegründet worden als Professor. Mhm. Wie Discover stark war, war Booking nicht marktbeherrschend, waren die Kölner Hotelunternehmer nicht marktbeherrschend, die haben alle keine Rolle gespielt. Discover war am digitalen Markt das absolut modernste Unternehmen mit der größten Zukunft und es war ein Tiroler Unternehmen. Und das ist alles von der Politik verjuxt worden. Und da sehen Sie, welche Chancen Politik hat und wie Politik alles falsch machen kann. Und ich sage Ihnen eins, tun Sie alles dazu in Österreich und in Tirol, dass die österreichische Volkspartei und die Freiheitliche Partei möglichst von den touristischen Betrieben und von der Tourismuswirtschaft ferngehalten wird, weil die haben bis jetzt nichts als Blödsinn gemacht. So, was brauchen wir? Erstens eine gerechte Steuerpolitik in den Unternehmen, das hat die Maria schon gesagt. Zweitens wirkliche Antworten auf die Digitalisierung und es ist nicht zu spät, eine österreichische Plattform zu schaffen. Drittens klare markterschwerende Bedingungen für monopolbildende Unternehmen von Google bis zu Booking. Sie müssen nationale Gegenstrategien gegen diese Unternehmen setzen, weil diese Unternehmen nichts anderes sind als Würgeschlingen um die Hälse der österreichischen Tourismusunternehmen und Tourismusunternehmer. Sie müssen hier was Eigenes schaffen und Monopole bekämpfen. Sie müssen aufpassen, dass nicht im Bereich der Privatvermietungen die Hotellerie massiv angegriffen und unterminiert wird. Das schaffen Sie nicht nur über Steuerpolitik, sondern das schaffen Sie auch über Ordnungspolitik. Sie müssen aufpassen, durch eine falsche Zimmer- und Übernachtungspolitik nicht die Mieten in städtischen Gebieten weit in die Höhe getrieben werden, weil plötzlich die Zimmer und die Wohnungen nicht mehr Familien, sondern nur noch Gästen auf Kosten der Hotellerie zur Verfügung stehen. Das sind die Herausforderungen für den Tourismus. Und das Zweite ist die Verkehrspolitik.
Die ÖBB denkt darüber nach, wie sie in Zukunft damit umgeht. Anstelle der Autos, die Leute mit völlig anderen öffentlichen Angeboten aus den deutschen Ballungszentren etwa nach Tirol zu bringen. Aber die Angebote gibt es noch nicht. Und die Angebote haben sehr viel mit Digitalisierung zu tun und die ÖBB hat die Digitalisierung verschlafen. Das wissen wir halt. Und das hängt alles zusammen. Verkehrspolitik, Digitalisierung, Tourismus. Nur wer das als Einheit betrachtet, hat eine wirtschaftliche Zukunft. Für die ÖVP ist eine Schnittstelle nach wie vor ein Nudelbrett und nicht eine elektronische Verbindung. Das ist das alte Problem, das wir im Parlament haben. So, das ist der eine Punkt. Der zweite ist, wir brauchen ein Tourismusministerium. Es funktioniert einfach nicht, den Tourismus als Anhangsmaterie irgendeines Wirtschaftsministeriums zu führen. Wir müssen die Tourismuskompetenzen bündeln und in einem eigenen Ressort zusammenfassen. Österreich braucht genau drei neue Ressorts. Ein Tourismusministerium, ein Wissenschafts- und Forschungsministerium und ein Integrationsministerium. Das sind die drei Ministerien, die wir dringend brauchen, weil Tourismus der Schlüssel zu unserer Wirtschaft ist, zu einem wesentlichen Teil und eine der wenigen wirklich qualitativen Wachstumschancen unserer Wirtschaft, weil Integration darüber entscheidet, ob wir in Zukunft friedlich zusammenleben werden und weil Wissenschaft und Forschung darüber entscheiden, ob wir überhaupt uns selbst die Grundlagen dafür schaffen. Das sind die drei großen Ministerien. Und das soll von Tirol und auch von der Tiroler Politik ausgehen, dass wir mit dem, was die Maria geschildert hat, ein eigenes Tourismusministerium begründen. So, das wollte ich nur ergänzend sagen. Ich verstehe es bis heute nicht, dass sich gerade in Westösterreich die Tourismusbetriebe von der Politik in Wien fast alles bieten und gefallen lassen. Und diese Wahlen am 15. Oktober können auch der notwendige Denkzettel der Tourismuswirtschaft an die Politik in Wien sein. Und das kann mit der Maria gut funktionieren. Sie kann und sie soll das Sprachrohr sein. Als Listenerste in Tirol gehe ich davon aus, dass sie dem nächsten Nationalrat angehören wird. Das ist eines unserer besten Mandate, die wir zu vergehen haben. Ich gehe davon aus, weil ich mir sicher bin, dass wir es in den Nationalrat schaffen, dass die Maria Kelucci neben mir im nächsten Nationalrat sitzen wird. So. Und mit dieser wunderbaren Neuigkeit beende ich gleich mal meine Einleitung. Danke für die Aufmerksamkeit. Sie haben sicherlich Fragen, bitte sehr. Was ist das Wahlziel? Na, das Wahlziel ist zumindest zweistellig werden. Ich weiß, dass das eine missverständliche Formulierung ist, weil über zweistellig gibt es nur mehr dreistellig. Aber, aber zumindest zweistellig werden, das heißt 10% plus. Ich sage es Ihnen ja ganz offen, das brauchen wir, weil wir das notwendige Gewicht im Parlament brauchen. Ich habe keine Ahnung, wer nach dem 15. Oktober miteinander die Bildung einer neuen Bundesregierung verhandeln wird. Das werden Sie und das werden Wählerinnen und Wähler und nicht wir entscheiden. Aber ich weiß, dass wenn wir nicht deutlich über 10% sind, wir möglicherweise nicht das nötige Gewicht haben. Und das brauchen wir einfach. Wo glauben Sie ausgerechnet in Tirol, zum Beispiel jetzt auch mit den Plänen eines Tourismusministeriums, da erfolgreich zu sein, so wie es jetzt im Moment ausschaut? Die Touristiker haben offensichtlich in der neuen türkischen Volkspartei doch eine Partei gefunden, der sie auch mit der Ankündigung, die Mehrwertsteuer auf Nächtigungen wieder zu senken, der sie schon folgen können. Also da schauen wir eigentlich sozusagen die Chancen für Sie noch schlechter aus, als in einem weniger touristischen Prinzip. Erstens, rede dauernd mit Touristikern, auch mit den Leuten aus der ÖHV. Und glaubt irgendwer der ÖVP noch irgendwas? Natürlich sind die von der ÖVP zum Teil abhängig, weil die ÖVP speziell in den Ländern sehr viel Macht hat. Zweitens, glaubst du, dass erfahrene und gebildete Touristiker und Touristikerinnen daran glauben, wenn man den schwarzen Betonsockel türkis anstreicht, dass das plötzlich eine Bewegung ist? Das ist ein Hütchenspiel. Und auch Hoteleigentümer und Eigentümerinnen und Leute aus der Gastronomie wissen, dass eine perfekte Maler- und Anstreicherei noch keine neue Politik ist. Das ist das Problem. Und der Herr Kurz, der seit Karl-Heinz Grasser sicher das größte Talent in der österreichischen Politik ist, wird daran nichts ändern können, dass der alte schwarze Betonblock jetzt halt angestrichen worden ist.
So, und es geht nicht nur um die Senkung der Mehrwertsteuer. Es geht auch um die Finanzierung der Senkung der Mehrwertsteuer. Wer soll denn das zahlen? Fragen Sie mal die ÖVP. Und wenn das dann heißt, wir finanzieren das über eine Kürzung der Mindestsicherung, dann trifft das alleinerziehende Frauen mit ihren Kindern. Dann trifft es Frauen, die zu Hause bleiben und ein bisschen Pflegegeld kassieren und plötzlich aus der Mindestsicherung rausfallen. Um diese Leute geht's. Und unsere Gegenfinanzierung heißt Vermögenssteuern und heißt Besteuerung internationaler Konzerne. Und das sage ich auch allen Leuten, die Gewerbe betreiben, die Klein- und Mittelbetriebe haben. Wenn heute eine Buchhändlerin, ich habe den Fall gerade jetzt erlebt, wenn heute eine Buchhändlerin oder einer, der ein Gasthaus betreibt, mehr Steuern zahlt als Apple und IKEA zusammen, dann stimmt was nicht. Und dann stimmt was nicht mit Finanzministern der ÖVP, die nichts anderes sind als langgediente und hocherfahrene Fluchthelfer, Steuerfluchthelfer für internationale Konzerne. Und erst wenn wir einem Finanzminister Schelling das Handwerk gelegt haben, haben wir die Chance, auch zu den österreichischen Betrieben hin wieder fair umzuverteilen. Und um das geht's. Wenn man das Geld den internationalen Konzernen nachschmeißt, bleibt nichts für die österreichischen Betriebe über. Und da habe ich eine kleine Meinungsverschiedenheit mit dem Sebastian Kurz. Ich muss aber mal nachfragen, weil vorher die Frage nach dem Wahlziel, und da war das österreichische Wahlziel gemeint, gefallen ist. Was gibt es denn für ein Wahlziel jetzt in Tirol? Wo man sich, ich sage es noch einmal, vielleicht auch ein bisschen schwerer tun wird. Erstens tun wir uns schwerer in Tirol. Gehen Sie locker mit mir durch Innsbruck. Ja. Dann werden Sie sehen, was schwerer tun hast. Wissen Sie, was für uns das schwerste Bundesland ist? Das war nie Tirol. Das war immer Burgenland. Burgenland ist das mit Abstand schwerste Bundesland. Wie ich als Grüner durch Tirol getourt bin früher, das habe ich oft genug getan, da habe ich nie ein Problem gehabt. Wenn ich durchs Burgenland gefahren bin, dann haben sie die Leute zum Teil weggedreht, weil sie einem Grünen nur den Rücken zugewandt haben. Ich komme gerade von der Messe in Oberwart, ich habe sowas noch nie erlebt. Die Kleintierzüchter haben mir voller Freude ihr Sulmtaler Händel entgegengehalten, als Zeichen ihrer neuen Freundschaft. So schaut das jetzt aus. Es müssen auf jeden Fall zwei Mandate sein. Eine Frage. Vor jetzt knapp 9 Jahren ist auch hier der Herr Fritz Dinkhauser gesessen, auch mit dem Nimbus. Er tritt bei der Nationalratswahl als Hecht im Karpfenteich an, ist in den Umfragen auch hinaufgehypt worden bis 10% und ist zum Schluss bei mageren 2% herumgegrundet. Sie wagen es, mich mit dem Dinkhauser zu vergleichen? Ja, ganz einfach, weil die Ausgangsposition auch damals war ähnlich. Was macht Sie so optimistisch, dass Sie es schaffen, als Außenstand heraus? Erstens gibt es keine Garantie. Da haben Sie vollkommen recht. Die kann es auch gar nicht geben. Niemand weiß, was bei einer Wahl rauskommt. Zweitens haben wir ein völlig anderes Angebot und eine völlig andere Geschichte als der gescheiterte Herr Dinkhauser. In aller Bescheidenheit, ich bin ein bisschen was anders als der Herr Dinkhauser. Ich habe jetzt eine 31-jährige Geschichte, nicht irgendwo, sondern im österreichischen Parlament. Ich habe eine 31-jährige Geschichte an der Spitze der Korruptionsbekämpfung und ich genieße etwas und deswegen immer mein Angebot, mit mir über die Straßen zu gehen. Das leider nur wenige Politiker und Politikerinnen genießen, nämlich, glaube ich, ziemlich viel Vertrauen bei den Menschen. Das ist mein wichtigstes Kapital. Wir haben nicht viel Geld, das sehen Sie da hinter uns, aber wir genießen so viel Vertrauen wie ganz wenige. Da haben Sie vollkommen recht, das setzt man nicht automatisch in Wählerstimmen oder Wählerinnenstimmen, aber das ist einmal eine Chance. Zweitens, warum werden wir es schaffen? Na, erstens, weil wir in den Umfragen ausgezeichnet liegen und zwar stabil. Zweitens, weil die Sehnsucht nach etwas Neuem, und das ist greifbar, sehr, sehr groß ist. Jetzt haben wir einen einzigen Konkurrenten bei dieser Sehnsucht nach etwas Neuem, das ist der Spitzenkandidat der ÖVP. Ich habe das mit der Ansteicherei schon erzählt, ich muss es nicht wiederholen. Ich gehe davon aus, dass wir da glaubwürdiger sind. Drittens, weil wir ein ganz außergewöhnliches Team anbieten. Sie haben gesehen, die erste Phase unseres Wahlkampfes, da ist nicht um meine Person gegangen, sondern
dass wir sind jetzt im Abschluss dieser Phase, um die Präsentation ganz besonders qualifizierter, talentierter und engagierter Menschen. Das haben wir gemacht. Wir haben aus der österreichischen Wissenschaft zwei der Besten auf unsere Listen gestellt. Wir haben eine der Top-Anwältinnen von Wien und. Das überzeugt auch sehr viel Leute. Die haben jetzt gesehen, bei uns gibt es keine Opernball-Organisatoren, bei uns gibt es keine Meisterjodler, bei uns gibt es das alles nicht. Bei uns gibt es extrem qualifizierte Leute, die in der Lage sind, Probleme dieses Landes ernsthaft anzugehen und vielleicht einen Teil davon zu lösen. So, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Angebot. Wir werden im Lauf des Wahlkampfes ein Handicap haben, das ist die Nicht-Teilnahme an diesen ganzen Fernsehduellen. Aus diesem Handicap werde ich einen Vorteil machen. Mhm. Wenn der Hecht Karpfenteichverbot kriegt, dann wird das Karpfenteichverbot ein zentrales Wahlkampfthema sein. Und ich weiß, dass ich da in den Redaktionen des ORF unglaublich viele Verbündete habe, die das ganz genauso sehen wie ich, weil dort sehr viele gute Journalistinnen und Journalisten sind. Das mache ich zum Thema. Das schaffe ich schon. So, das heißt noch nicht, dass wir die Wahl gewinnen. Das heißt nur, ich kann nicht mehr sagen zum heutigen Zeitpunkt, dass wir exzellente Chancen haben. Zumindest so gute Chancen wie die Neos und die Grünen. Sie haben jetzt und auch jetzt in der Vergangenheit eigentlich immer sozusagen jetzt vor der Wahl das Feindbild schwarz-blau gemalt. Und wer selten von Ihnen rot-blau zum Beispiel. Na, da haben Sie recht. Für Sie die erträglichere Regierungswahl? Nein, um Gottes Willen. Und das ist gut, ist eine wichtige Frage. Rot-Blau wäre genauso schlimm, aber da hätte man dann nicht, das wäre eine etwas andere Kombination, da hätte man die Umfallerpartei, die SPÖ, das ist die professionelle Umfallerpartei gemeinsam mit einer Partei der extremen Rechten. Da kommt ein bisschen was anderes raus, wahrscheinlich in der Regierungspolitik, aber mit Sicherheit nichts Besseres. Ihm muss man nicht den Kopf zerbrechen, was das für die SPÖ heißt, was mir wurscht ist. Aber ihm muss man den Kopf zerbrechen, was das für die Republik heißt, und das heißt nichts Gutes. Ich glaube, dass in einer rot-blauen Regierung die FPÖ mehr Freiheiten und mehr Einfluss hätte, noch mehr Freiheiten und noch mehr Einfluss als in einer schwarz-blauen Regierung. Und das könnte für die Republik nur negativ sein. Und das soll sich jeder überlegen. Und das ist meine Kritik auch an Bundeskanzler und SPÖ-Spitzenkandidaten. Wer sich mit der Partei nicht der Anständigen und Tüchtigen, sondern der Abgängigen und Flüchtigen ins Bett legt, der muss genau wissen, was er tut. Weil die Freiheitliche Partei ist die Partei der organisierten Korruption. Wir haben nicht mehr viel an öffentlichem Eigentum. Wir haben gerade noch die Bundesforste. Wir haben ein bisschen was in anderen Betrieben. In der ÖAG ist fast nichts mehr drin. Wir haben die ÖBB und ein bisschen was anderes. So, wenn da noch einmal eine rot-blaue oder schwarz-blaue Regierung damit die FPÖ Zugriff erhält, kann der Rest auch futsch sein. Und das gilt im Übrigen auch für den ORF. Auch da kann sich einiges in der nächsten Regierung tun. Es hängt von der Konstellation ab, wie Sie wissen. Ich halte das beides für Regierungen mit großem Gefahrenpotenzial, nur die rot-blaue Mehrheit ist weniger wahrscheinlich als die schwarz-blaue Mehrheit. Das weiß jeder, der rechnen kann. Also halte ich es für äußerst realistisch, wenn wir erfolgreich sind, dass sich rechnerisch rot-blau nicht ausgeht. Das ist ziemlich realistisch. Ob wir verhindern können, dass sich rechnerisch schwarz-blau ausgeht, weiß im Moment niemand. Da sind wir derzeit noch entfernt davon. Stand heute würde sich eine schwarz-blaue Mehrheit ausgehen. Also müssen wir stärker werden, wenn wir das rein rechnerisch verhindern wollen. Ich weiß es nicht, ob es gelingt. Aber rot-blau können wir aus eigener Kraft verhindern. Jetzt eine Frage zu Tirol wieder speziell. Sie haben ja vor allem als Ziel für Tirol den Tourismus genannt. Aber wie wollen Sie zum Beispiel die Leute überzeugen, die nicht im Tourismusbereich tätig sind, zum Beispiel die Schüler, weil in Lokalen gehen ja dann die Preise hoch zum Beispiel? Schüler und Schülerinnen werden wir in erster Linie durch zweierlei überzeugen. Erstens durch eine Schul- und Bildungsreform. Das ist dort das Allerwichtigste. Und ohne das geht's nicht. Und Sie wissen ganz genau, ich glaube, ich muss es Ihnen nicht erklären, woran eine Bildungs- und speziell eine Schulreform im Parlament ständig scheitert. Das ist dieser schwarze Betonblock, der jetzt halt türkis angestrichen worden ist.
Das zweite sind immer die sozialen Verhältnisse und die Frage der Integration. Haben Familien mit schulpflichtigen Kindern genug Geld? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und das dritte ist, wie schauen die Schulen aus, in denen es besonders viele Kinder mit Einwanderungshintergrund, also Ausländerkinder gibt? Was tun wir da? Und ich sage Ihnen zum dritten was. Eine unserer wunderbarsten Kandidatinnen ist die Alma Sadic. Die Alma Sadic ist als 10-jähriges Mädel aus Bosnien mit ihren Eltern nach Wien geflüchtet. Die war zuerst in einer Klasse, da war sie das einzige Ausländerkind, hat es nicht Deutsch gelernt. Sie hat diese Geschichte sehr eindringlich jetzt einmal in Wien erzählt, weil sie keine Unterstützung gehabt hat. Dann hat sie das Glück gehabt, in den 15. Bezirk zu kommen, in eine Schule mit etwa 2/3 Ausländerkindern. Und hat in 3 Monaten Deutsch gelernt. Nicht, weil die Kinder alle Deutsch kennen haben, sondern weil es von den Lehrern und Lehrerinnen massive Unterstützung gegeben hat. Das heißt, wir müssen in Lehrer und Lehrerinnen investieren. Und eine Schule mit 2/3 Ausländerkindern, die eine andere Muttersprache haben, ist gar nichts verloren. Das ist nur eine Frage, wie viel Personal wir haben und wie motiviert und wie ausgebildet das Personal ist. Und daran scheitert Integration in Österreich. Das ist die Geschichte, die wir dauernd erleben. Diese Kinder bleiben über, weil sich die Republik Österreich nicht ausreichend um sie kümmert. Und dann landen einige dieser Kinder in islamischen Schulen. Und dann ist der Schaden wirklich passiert. Weil wenn da einmal alles verpatzt ist und wenn da einiges vergiftet ist, ist es unfassbar schwierig, diese jungen Menschen wieder zurückzuholen. Jetzt nicht unbedingt für die Nationalratswahl eine Frage, aber wie stehen Sie zum Thema Olympia, das natürlich jetzt in Tirol so ein bisschen überlagert wird? Na, wir verlangen eine Goldmedaille, ja. Garantie. Als erstes wollen wir Goldmedaillen. So ohne Goldmedaillen Garantie Zähne, für genau. Österreich keine Teilnahme, keine Olympische Spiele. Ja. Das ist die Maria. Ja. Also du die erste. Na, fang du mal an, oder? Also ich glaube grundsätzlich, dass die Fragestellung nicht wirklich richtig ist, die zu Olympia gestellt wird. Das enttäuscht mich eigentlich im Besonderen, weil ich habe jetzt, glaube ich, das ausreichend erklärt, dass ich, wo meine politische Motivation liegt. Und gerade bei einer Volksbefragung, finde ich, ist es total falsch, eine suggestive Fragestellung zu verwenden. Und da beginnt das Problem, weil ich merke das auch mit den Leuten, mit denen ich rede, die fühlen sich da schon ein bisschen verhökert. Wir machen eine Volksbefragung, ihr dürft eure Meinung geben und dann gibt es eine Frage, auf die man nur Ja antworten kann. Das ist nicht fair. Und ja, aber Sie kennen sicher auch die Kraft von einer suggestiven Fragestellung und Sie kennen wahrscheinlich auch den Text und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die meisten Leute damit sich nicht kritisch zeigen und dann ein Nein antworten. Ich glaube, das kann man schon so stehen lassen. Schaut's wichtig. Und was haben Sie jetzt dazu? Sind Sie dafür oder sind Sie dagegen? Ich bin Ökonom und ich bin gewohnt, Entscheidungen ordentlich vorzubereiten. Sind schon alle Fakten am Tisch? Das würde ich gerne mal wissen, weil das wird uns auch in Wien interessieren. Sind schon alle Fakten am Tisch? Ist das wirklich durchgerechnet? Ist die nachhaltige Nutzung der Investitionen durchgerechnet? Wissen wir das? So, wenn ich die Fakten habe, weil ich prinzipiell nicht gegen Olympische Spiele bin, wir schauen uns das selber gerne an. Wenn die Fakten einmal am Tisch sind, dann kann man eine seriöse Fragestellung vorbereiten. Ich sage Ihnen das deswegen, und ich habe es mit der Maria gestern am Abend lang geredet, weil wir beide uns erst eine Meinung dazu bilden wollen, und zwar aufgrund wirklich guter und haltbarer Fakten. Und dann entscheiden wir uns. Und dann bin ich auch bereit und ist die Maria bereit, eine Empfehlung abzugeben. Welche konkreten Fakten gehen Ihnen derzeit? Sie brauchen ganz genau detaillierte Investitionen, die Möglichkeit der nachhaltigen Nutzung der Investitionen. Sie brauchen Verkehrskonzepte und Sie brauchen Konzepte, wie Sie das Ganze dann touristisch nachhaltig nutzen können. Die liegen nicht detailliert vor. Ich habe in Wien nachgefragt, im Wirtschaftsministerium, da gibt es nichts in dieser Art und Weise. Wenn das vorliegt, dann macht man, wenn man es seriös meint, dann macht man als ersten Schritt eine Bürgerinformationsplattform, wo jeder elektronisch zu allem Zugang hat und sich über alles informieren kann. Das muss man mal abwarten und das wird dann da sein. Dann werden auch wir uns eine Meinung bilden und da wird die von der Maria wichtiger sein als meine. Und dann ist schon die Frage nach der Fragestellung. Es gibt eine einzige zulässige Fragestellung und die lautet, sind Sie für und so weiter. Und sonst nichts.
und nicht rein, weil das, sonst kennen die wirklich die Medaillengarantie auch klein, die Vogels. Sind Sie für eine nachhaltige, Reichtum verschaffende und so weiter, bei der Österreich mindestens 7 Goldmedaillen hat? Und da werden dann mehr Leute ja sagen, als wenn man reinschreibt, sind Sie für eine ganz grausliche, gehässige, das Land Tirol ruinierende Olympiade, wo wir nichts reißen und Sie drei Skifahrer den Haxen brechen. Das ist so, suggestive Fragestellung. Das wäre auch eine suggestive Fragestellung, weil dann würden sogar die betroffenen und gefährdeten Skifahrer dagegen stimmen. So, das braucht man ja alles nicht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Liste Pilz bei der Landtagswahl in Tirol geben wird nächstes Jahr? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich sagen werde, eine Liste Tirol Pilz kandidiert, ist gleich null. Aus einem einfachen Grund, weil ich das nicht entscheide. Die Geschichte jetzt auf Bundesebene ist so entstanden, dass ich ein paar tausend Mails plötzlich gehabt habe und nicht mehr gewusst habe, wie man das überhaupt anschaue. Und auf Facebook war es genauso. Und da habe ich gemerkt, jetzt sind das bereits so viele Leute, die sagen, mach's, dass mir ein Teil dieser Entscheidung abgenommen worden ist. Also eine seriöse Antwort auf Ihre Frage lautet, wenn Sie in Tirol so viele Leute zusammentun, die sagen, wir wollen da sowas machen und damit zu uns kommen und sagen, helft Sie uns dabei und unterstützt Sie uns, dann schauen wir uns das sehr, sehr genau an und reden miteinander und treffen dann gemeinsam eine Entscheidung. Aber es wäre vollkommen unseriös und es wäre auch nicht unser Ort, wenn ich heute sagen würde, es wird in Tirol eine Liste Pilz geben. Es gibt von uns die Bereitschaft, über sowas mit Leuten ernsthaft zu reden, aber mehr als diese Bereitschaft kann ich Ihnen halt nicht zusichern. Aber wenn dann eine Liste kandidiert, dann wird die Liste Peter Pilz heißen? Ja, wenn das die Leute wollen. Ich weiß ja nicht, wer dann auf der, wie viel Peter Pilz es in Tirol gibt. Keine Ahnung. Müssen wir mal im Telefonbuch nachschauen. Aber ich kann wirklich nicht mehr im Moment dazu sagen. So, danke fürs Kommen und Ihre Aufmerksamkeit. Danke.